Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute in diesem Video soll es mal um Upgrades gehen und was ich von seinem letzten Video halte und was ich von Graf Bonds halte und wer es möglicherweise sein könnte. Wir fangen jetzt erstmal mit Upgrades seinem letzten Video an. Und zwar ist das das Video, wo er einen Wunsch erfüllen gemacht hat. Und zwar hat er einen jüngeren Spieler, sage ich jetzt mal, hochgemoved, der war 9 und er hat mit seinem Vater auf dem Netzwerk gespielt. Also für mich, Leute, ich habe wirklich schon alles auf Google Games erlebt. Auch einmal hatte ich so eine Situation, wo das wirklich echt war. Aber generell halte ich für sowas unmöglich. Und dann gab es auch gestern noch so einen Satz, den Abge gesagt hat, ja, jetzt suchen wir uns mal ein Random-Spiel aus. Das heißt, er muss die davor ja bewusst ausgesucht haben, Leute. Das ist für mich schon sehr komisch und verdächtig. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu für eine Meinung habt. Gut, und jetzt geht's weiter mit Graf Bonze. Graf Bonze kennt ihr, der hat an jeden Spieler 50k verteilt auf verschiedenen CPs. Abge hat 120 Millionen Dollar dazugegeben, weil er halt nicht reich genug war, um alles alleine zu machen. Sagen wir es mal so, Abge wollte, dass auch ein paar Spenden sind. Und dadurch sind einige Spieler richtig reich geworden. Das soll ich euch nämlich mal sagen, wie. Die haben sich einfach mit Alt-Accounts auf jedem CB positioniert, auf jedem CB, keine Ahnung, 10 Alt-Accounts. Und wenn da schon 2 CBs dabei waren, könnt ihr euch ja selber ausrechnen, und Graf Bonze eben 50.000 Dollar gepayt hat, haben die jetzt insgesamt so 1 Million zusammen da. Das ist schon irgendwo unfair, Leute. Gut, jetzt soll es mal darum gehen, wer Graf Bonze ist, Leute. Meine persönliche Vermutung ist Zwiebergesicht, genauso wie es Legend Kotzi geäußert hat. Weil er hat auch viele Beweise dafür. Legend Kotzi hat auch offengelegt, dass bei irgend so einem Plot von seinem Kumpel direkt danach Admin Evil online kam und das verstört hat, nachdem er, glaube ich, Graf Bonze oder Zwieback auf das angesprochen hat, dass er jetzt hier Graf Bonze ist, kam direkt Admin Evil online. Also es sind höchstwahrscheinlich verschiedene Personen, die auf diesen Account Zugriff haben, denke ich mal, weil es können ja nicht immer dieselben sein. Es sind mindestens 2 Personen und das kann schon variieren. Also mindestens 2 Personen haben auf den Account Graf Bonze und Zwiebergesicht Zugriff. Ich denke mal, der Graf Bonze Account wurde, glaube ich, erst soweit erstellt. Und Abge hat sich dafür eine schöne Geschichte ausgedacht. Und zwar, weil viele reiche Spieler wollen einfach ihr Geld bündeln und verschenken, Leute. Nenn mir einen reichen Spieler, der euch mal was geschenkt hat, Leute. Das machen keine reichen Spieler. Die reichen Spieler wollen alle für sich behalten. Also, so großzügige Spieler habe ich echt noch nicht erlebt, die einfach 40 Millionen zu sehen, dass sich so eine große Clan zusammentut. Wieso hat das MT Rocket? Und einfach hier immer so 50k gibt. Das ist halt schon heftig, Leute. Gut. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Ich habe jetzt mal ein bisschen darüber geredet, was mir so hier auf der Seele lag. Mit halt Abge, mit Glyphor Games, mit Graf Bonze. Das wollte ich jetzt nur nochmal gesagt haben. Tut mir leid, falls das alles ein bisschen verwirrend ist. Ich bin nicht der Beste im Erklären, wie ihr wisst. Aber lasst trotzdem gerne mal ein Like da und abonniert mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und Leute, noch eine fröhliche Weihnachten.